So, liebe Leute, ich will mal ein kleines Aufklärungsvideo machen, auch wenn ich sowas überhaupt nicht gut finde. Eigentlich wollte ich es in den Kommentaren nur verfassen, aber Leute, ich habe ja heute ein Video hochgeladen über 10 spielbare Charaktere. Und zwar heute, nachdem ich das Video hochgeladen habe, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, dass es schon ein bisschen billig ist, dass sie die gleichen Artworks von 3D World verwenden. Was sie ja getan haben. Wiederum hier sieht man einen roten Toad, aber das sollte mit kleinen Photoshop-Skills schon umzufärben sein, Leute. Und da ist noch die Sache, so welche Charaktere wie Bowser, Donkey Kong, die waren ja nicht verfügbar in 3D World. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt so eine Fake News erstellen wollen würde, wie würde ich das machen? Ja, ich würde einige gewisse Sachen googeln und genau das habe ich auch getan. Ich habe mal 3D World Bowser eingegeben und sowas, Bowser Logo und da bin ich auf gewisse Bilder gestoßen, die exakt so aussehen wie das, beziehungsweise von Divined Art, von irgendwelchen Fans, die solche Bilder entworfen haben. Die hat er wiederum nur ein bisschen umgefärbt. Ich hab's hier eingeblendet, Leute, und auch von Daisy ist auch ein Fanart, was auch exakt so aussieht, was mich einfach vermuten lässt, dass dieser Fake News Ersteller diese Bilder verwendet hat und dort reingebaut hat. Ja, und was auch ein bisschen verdächtig ist, was mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen ist, ist der Hintergrund. Das ist genau dieser kleine, graue, weiße, quadratische Hintergrund ist von den Textboxen, wo unten rechts A steht bei den Texten. Und warum sollte beim Charakterauswahlbildschirm A unten rechts stehen? Okay, vielleicht, dass man es auswählt mit A, aber A bei einer Textbox bedeutet immer überspringen sowas. Und ich denke, dass die das A unten an der gleichen Stelle nicht hinmachen würden, Nintendo. Bei den anderen Charakteren, wie zum Beispiel Donkey Kong, Wario, Yoshi, habe ich jetzt nichts gefunden. Das Ding ist, bei Donkey Kong, es sieht für mich nach einem Fanart aus, beziehungsweise nach einem Artwork von Mario vs. Donkey Kong. Die sahen ja auch so in diesem gezeichneten Stil aus, die Artworks. Habe ich jetzt aber nichts gefunden, Leute. Es ist auf jeden Fall richtig schade, dass die News, wie es scheint, nicht echt ist. Wenn sie dennoch irgendwie echt ist, Leute, dann drehe ich durch und dann lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Aber ich sag mal so, ich war vorhin einfach zu euphorisch und ich hätte eigentlich diese Recherchearbeit schon vor dem Video betreiben müssen. Habe ich nicht getan, Leute. Es tut mir leid, falls ich jetzt welche enttäuscht habe. Aber wie gesagt, ich musste dieses Video jetzt einfach hier nochmal aufnehmen, um euch einfach nicht im Regen stehen zu lassen, um euch aufzuklären und nicht, dass ich ein Faker bin, Leute. Wie gesagt, ist ja nicht mehr lange hin und dann haben wir das Spiel und dann wissen wir genau, was abgeht. Und ich werde jetzt hier streamen auf dem Kanal und ich freue mich einfach ganz enorm, Leute. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.